Liebe Oldenburgerinnen, liebe Oldenburger, wir alle erleben im Moment eine Situation, auf die wir nicht vorbereitet sind. Die Corona-Pandemie und die Folgen stellen uns quasi über Nacht vor nie gekannte Herausforderungen. Wir haben Sorgen um die Gesundheit unserer Liebsten, aber auch Ängste vor durchgreifenden Veränderungen in unserem Leben. Und ein Ende dieser beunruhigenden Lage ist vorerst nicht in Sicht. Viele Entscheidungen der letzten Tage sind in ihren Auswirkungen noch gar nicht absehbar. Aber die Experten sind sich sehr sicher, dass jetzt alles versucht werden muss, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Darum geht es momentan und diesem Ziel ist alles unterzuordnen. Noch haben wir die Chance, das Virus in seiner Ausbreitung zu hemmen und zu verlangsamen. Aktuell sind 29 Personen in Oldenburg erkrankt. 71 befinden sich in verordneter Quarantäne. Einige wenige haben die Krankheit bereits auch schon überstanden. Seit heute wird im Klinikum Oldenburg ein Mann auf der Intensivstation behandelt, der aus dem Johanneum Wildeshausen verlegt wurde. Es hat sich inzwischen ausgezahlt, dass Gesundheitsamt, Feuerwehr und die Oldenburger Krankenhäuser sich seit Tagen intensiv auf die Situation vorbereitet haben. Unser Gesundheitssystem in Oldenburg ist hervorragend für diese Herausforderung aufgestellt. Auch die Stadtverwaltung ist seit etwa einer Woche im Krisenmodus. Schulen und Kitas, Einzelhandel, Einrichtungen des öffentlichen Lebens oder Kulturangebote sind geschlossen. Viele von ihnen sehen mit Sorge auf den Arbeitsplatz. Möglicherweise gibt es auch schon Menschen in ihrem direkten Umfeld, die erkrankt sind. Wenn Sie so wollen, unser gewohntes Leben, auch meins, ist völlig verändert. Für uns als Stadt heißt das, dass wir den Schalter quasi über Nacht umlegen mussten. Ein erheblicher Teil unserer Arbeitskraft wird nun von der Krise eingenommen. Aber es funktioniert. Die Kolleginnen und Kollegen im Gesundheitsamt, in der Feuerwehr, im Service Center, im Ordnungsamt und in vielen anderen Bereichen leisten Herausragendes, um die Lage unter Kontrolle zu behalten. Dabei galt es, Maßnahmen zu treffen, die wir uns vor wenigen Tagen nicht hätten vorstellen können. Von der Schließung von Schulen bis zur Absage von Veranstaltungen. Mich macht besonders stolz, wie gelassen die Oldenburgerinnen und Oldenburger diese Beschränkungen hinnehmen. Wir erleben durchweg Verständnis und nur sehr wenig Kritik. Und für diese Haltung möchte ich mich sehr herzlich bedanken. Ich hoffe, dass wir uns das auch in den nächsten Wochen bewahren können. Die Daseinsvorsorge darf dabei natürlich nicht zum Stillstand kommen. Polizei, Feuerwehr, medizinische Versorgung, die Müllabfuhr, die Wasser-, Gas- und Stromversorgung, das alles ist und bleibt gewährleistet. Oldenburg funktioniert auch unter diesen erschwerten Bedingungen. Lassen Sie mich noch einen weiteren Punkt ansprechen. Die Corona-Krise ist nicht nur eine gesundheitliche Bedrohung, die massiven Einschränkungen sind eine große Bedrohung für Kultur, Wirtschaft und öffentliches Leben in unserer Stadt. Wir fragen uns natürlich auch hier, welche Unterstützung können wir geben als Stadt? Der Bund und das Land Niedersachsen schieben derzeit milliardenschwere Hilfen an. Und sobald die Einzelheiten dieser Programme feststehen, werden wir hier in Oldenburg prüfen, wie auch die Stadt diese sinnvoll ergänzen kann. Kurzfristig werden wir selbstverständlich auch das tun, was nötig ist. Zuschüsse für Kultureinrichtungen zum Beispiel könnten vorzeitig ausgezahlt werden. Aufträge könnten vorgezogen werden, um eben die Liquidität in diesen Einrichtungen zu stützen. Aber auch Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger, können einen Beitrag leisten. Zum Beispiel, wenn Sie sich das Ticket für eine Veranstaltung, die nicht stattfinden konnte, nicht auszahlen lassen. Ich weiß, dass viele Kulturliebhaber im Moment so handeln. Auch für die Wirtschaft machen wir ein Angebot. Wir bieten Betroffenen der Krise an, die Gewerbesteuervorauszahlung zu senken oder bis zum 30. April ohne weitere Kosten auszusetzen. Wenn sich die jetzige Situation länger fortsetzt, werden auch zinsfreie Stundungen möglich sein. Das sind für uns als Kommunen erste, sehr konkrete Möglichkeiten zu helfen und die werden wir nutzen. Das alles wird aber nicht über Nacht zu regeln sein, da bitte ich um Verständnis. Aber wir haben das klare Ziel, wir wollen die Betroffenen nicht im Regen stehen lassen. Zum Schluss noch eine ganz dringende Bitte. Reduzieren Sie die sozialen Kontakte auf ein absolutes Minimum. Vermeiden Sie jede unnötige Begegnung. Seien Sie achtsam und übernehmen Sie Verantwortung für diejenigen, die von der Krankheit besonders betroffen sind.
Das ist keine einfache Zeit, die wir durchleben. Aber sie wird vorübergehen, auch in Oldenburg. Ich wünsche Ihnen alles Gute, viel Kraft und Geduld für die nächste Zeit und vor allem bleiben Sie gesund. Ja, Herr Krugmann, Sie haben es eben gerade schon angesprochen. Wie stellt sich die Situation momentan in Oldenburg dar? Wie viele Menschen sind erkrankt, aber vielleicht auch wie viele sind wieder gesundet? Also aktuell haben wir 29 Erkrankte, das ist der Stand von heute. Und wir haben 71 Menschen, denen eine Quarantäne angeordnet wurde, dass sie sich zu Hause aufhalten müssen. Wir haben einige wenige, ich glaube, Stand heute 3, die auch schon wieder genesen sind. Wobei hier es sich natürlich nur um diejenigen handelt, deren Erkrankung wir kannten. Es wird voraussichtlich, so sagen alle Forscher, eine Dunkelziffer geben. Also viel mehr Menschen haben möglicherweise das Virus schon überstanden und auch schon sozusagen die Krankheit durchlebt. Davon ist auszugehen. Jetzt gibt es ja den Appell, dass die Menschen die Sozialkontakte auf ein Minimum reduzieren, wenn es geht, zu Hause bleiben. Haben Sie den Eindruck, dass der in Oldenburg befolgt wird? Das geht natürlich nicht von 0 auf 100. Das muss man sehen. Eine Stadt quasi von einem Vollbetrieb auf einen fast nur noch Notbetrieb runterzufahren, das dauert eine Zeit. Aber ich nehme doch gerade heute wahr, dass die Stadt doch deutlich leerer geworden ist. Und allein dadurch, dass natürlich sehr viele Angebote jetzt nicht zur Verfügung stehen, gibt es wenig Attraktionen für die Stadt, für die Menschen in die Stadt zu kommen. Paradoxerweise versuchen wir sonst alles zu tun, um die Menschen in die Stadt zu locken. Und jetzt müssen wir genau das Gegenteil tun, aber es ist eben so. Es ist ja, es gibt ein Füllhorn an Informationen. Das Internet hilft da nicht immer, manchmal schon. Es gibt leider auch viele Fake News, die verbreitet werden. Was würden Sie den Oldenburgerinnen und Oldenburgern empfehlen? Wo kann man sich am ehesten informieren tatsächlich? Auf den Seiten der Stadt zum Beispiel? Also für überregionale Informationen sind die Informationen des Robert-Koch-Institutes wirklich sehr hilfreich, finde ich. Man sollte Vorsicht vor allem ja, selbsternannten Experten im Moment haben, vor allem was so im Internet kursiert, rumgeschickt wird, viral über WhatsApp oder so geteilt wird. Man sollte sich wirklich auf die amtlichen Verlautbarungen konzentrieren. Wir informieren unvoreingenommen und geben eigentlich alle Informationen, die wir haben, auch an die Bevölkerung weiter. Insofern ist oldenburg.de als unsere Homepage natürlich ein sehr zentrales Medium. Der Oberbürgermeister nutzt seinen Facebook-Account auch, um gelegentlich auf das eine oder andere hinzuweisen. Und so gibt es natürlich auch noch auch Medienangebote in Oldenburg, die Nordwestzeitung, O1, der NDR. Das sind, glaube ich, seriöse Medien und Informationstransporteure, auf die man vertrauen kann. Und daran kann man sich eigentlich halten. Die angeordneten Schließungen, die jetzt stattgefunden haben, also seien es Kinderspielplätze oder Einkaufsmöglichkeiten, wird das eigentlich irgendwie kontrolliert? Wir haben einen Außendienst des Ordnungsamtes, der natürlich nicht lückenlos das kontrollieren kann, aber der schon in der Stadt unterwegs ist und darauf achtet, dass es nicht irgendwo zu Menschenansammlungen kommt oder dass nicht Geschäfte geöffnet haben, die das nicht dürfen. Ich bitte das auch wirklich ernst zu nehmen. Eine solche Anordnung nicht zu befolgen hat auch möglicherweise Konsequenzen. Also von daher, das ist jetzt nicht, sag ich mal, ein Appell, sondern das ist eine Allgemeinverfügung des Oberbürgermeisters, ausgelöst durch eine fachliche Weisung des Landes Niedersachsen. Der ist Folge zu leisten. Ansonsten Kinderspielplätze wird man nicht durchgehend kontrollieren können, da appellieren Sie aber schon an das Verständnis der Eltern. Da müssen wir natürlich darauf setzen, dass die Eltern selbst wirklich auch im Interesse nicht nur der Kinder, die relativ ungefährdet sind, was die Krankheit betrifft, sondern auch zum Beispiel im Interesse der Großeltern denken und wirklich versuchen, auch dort, was sehr schwer sein wird, viele Kontakte zu vermeiden. Interessant ist, was ich beobachtet habe in meinem Wohnumfeld: Kinder, die jetzt schulfrei haben, gehen plötzlich in die Wildnis und bauen sich Hütten, was es vielleicht seit 40 Jahren nicht mehr gegeben hat. Also ganz neue Verhaltensmuster, die plötzlich zurückkehren. Jeder muss ja mit der Situation irgendwie so umgehen. Aber die Spielplätze, insbesondere die sehr eng zusammen sind, die sind wirklich nicht aufzusuchen. Und da würde ich auch alle darum bitten, das auch zu beachten. Eine gute Nachricht für alle Eltern mit Kleinkindern: Die Beiträge für Kinderbetreuung werden erstattet. Das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Und auch im Kulturbereich prüft die Stadt jetzt ja mehrere Möglichkeiten zur Unterstützung. Welche könnten das sein? Also als erste Reaktion natürlich, dass wir schauen, dass die Institutionen, die von uns ohnehin Unterstützung regelmäßig bekommen, dass wir vielleicht die Zuschüsse etwas früher auszahlen, damit die Liquidität sichergestellt ist. Es ist ja im Moment einfach kein Geld in der Kasse. Und deshalb ist das vordringliche Ziel. Wir könnten auch, wenn wir ohnehin vorhaben, den einen oder anderen Auftrag zu erteilen, könnten wir den auch vorziehen. Nichtsdestotrotz wird allein das nicht helfen, und bis die Bundeshilfen da sind, das wird dauern. Deshalb
finde ich auch sehr spannend, dass es inzwischen auch einzelne bürgerschaftliche Ideen dafür gibt, wie man Kulturschaffende unterstützen kann. Das wird aber alles nicht über Nacht gehen, sondern bedarf einiger Tage der Vorbereitung. Wenn man mal so in die Innenstadt schaut, viele Geschäfte sind zu. Die Geschäftsleute, die mit ihren Betrieben nicht den täglichen Bedarf bedienen, sind besonders betroffen. Da drohen Einbußen, vielleicht auch Pleiten sogar. Inwieweit kann da Kommune helfen? Naja, es gibt ja zunächst mal die Ankündigung des Bundes, wirklich ein gigantisches Programm über die KfW aufzulegen, was insbesondere ja auch für solche Fälle da sein soll. Wir haben schon in der Wirtschaftsförderung eine Beratung eingerichtet, sodass Unternehmen sich an uns wenden können und wir schon gucken, wo wir jetzt schon helfen können, ob wir noch eigene Anstrengungen zu den Anstrengungen des Bundes unternehmen. Das werden wir dann ja entscheiden können, wenn wir die genau kennen. Das ist im Moment noch nicht so, aber wir sind auch da natürlich in hoher Aufmerksamkeit und werden jede Möglichkeit nutzen, unsere Wirtschaft zu unterstützen. Man weiß ja auch noch nicht, wie lange die Schließungen letztlich anhalten werden. Die Gefahr besteht schon, dass in den nächsten Wochen Leiharbeiter, Freiberufler und so weiter ohne Arbeit dastehen. Befürchten Sie so einen Ansturm auf Jobcenter und wie kann man letztlich dann damit umgehen? Also jetzt allein durch den Anstieg der Kurzarbeit werden natürlich weniger das Jobcenter, sondern zunächst mal die Bundesagentur sehr stark frequentiert sein. Es gibt Schlangen vom Arbeitsamt, was man sicherlich sehr, sehr lange Zeit in Deutschland nicht mehr hatte. Aber wir hoffen natürlich alle, dass das vorübergehende Momente sind. Und viele Unternehmen werden ja ein Interesse haben, ihre Fachkräfte, ihre Beschäftigten auch zu halten in der Krise. Das setzt natürlich voraus, dass die Unterbrechung nicht übermäßig lange dauert. Aber die Frage ist ja auch, wann macht es medizinisch noch Sinn? Das wird sicherlich nicht monatelang so weitergehen, sondern da wird ja sicherlich auch irgendwann eine Bewertung von der Landes- und der Bundesseite stattfinden. Das Leben ist ja schon eingeschränkt. Jetzt wird darüber gesprochen, gibt es eventuell irgendwann eine Ausgangssperre? Da machen sich die Menschen auch Sorgen. Was hieße das denn konkret? Darf ich dann mit meinem Hund noch vor die Tür? Darf ich mit meinem Kind spazieren gehen? Oder muss ich 24 Stunden am Tag zu Hause bleiben? Also zunächst einmal würde ich sagen, haben wir alle die Chance, daran mitzuwirken, dass es nicht zu einer Ausgangssperre kommt, indem wir uns nämlich möglichst penibel an die jetzt verfügten Dinge halten. Ich glaube, eine Ausgangssperre würde nur erwogen werden vom Land und vom Bund, wenn man das Gefühl hätte, dass anders diese Kontaktreduzierung nicht umzusetzen ist. Also können wir da alle ein Stück weit dran mitwirken, indem wir die Sperren auch beachten. Grundsätzlich wäre das natürlich schon fast der äußerste Schritt, den man tun kann. Ich würde mir das natürlich nicht wünschen. Aber auch wenn es dazu käme, ich kann nur für mich persönlich sprechen, Ausgangssperren, die einem erlauben, nur noch ins Büro zu gehen, zum Arzt zu gehen, einzukaufen, da muss ich ehrlich sagen, viel mehr macht mein Leben im Moment nicht aus. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist. Das ist natürlich dann im Grunde eine normative Festschreibung dessen, was schon im Grunde im Moment passiert. Das bleibt abzuwarten. Es gibt eine Kommune in Deutschland, da hat der Bürgermeister in Bayern, der hat sagen wir, von sich aus das verfügt, eine Kleinstadt. Ich würde davon im Moment absehen, weil es dafür auch keine eindeutige Rechtsgrundlage gibt. Die müsste der Bund erst schaffen. Wie gesagt, mein Ziel wäre, wir halten uns alle an die jetzt verfügten Regeln und dann ist eine Ausgangssperre vielleicht nicht möglich. Ich hoffe, dass das, was ich Ihnen sage, noch gilt, wenn das Interview gesendet wird. So viel negative Meldungen man tagtäglich erfährt, es gibt auch immer wieder ganz schöne positive Nachrichten tatsächlich. Also wenn man mal jetzt in Oldenburg schaut, der Verein VfB für alle zum Beispiel oder die Studierenden von der Universität über den AStA bieten an, Einkäufe zu erledigen, Botengänge zu übernehmen. Kann man aus so einer Krise, wie wir sie jetzt haben, kann Gesellschaft da auch sozial gestärkt hervorgehen, wenn man sich sowas anschaut? Ich möchte natürlich nicht in einer Zeit, wo wir noch nicht wissen, wie viele Menschen schwer erkranken und möglicherweise auch sterben, möchte ich jetzt nicht darüber spekulieren, was das Gute in der Krise sein soll. Trotzdem macht es mich in Oldenburg immer sehr froh zu sehen, dass wir auf Herausforderungen immer relativ schnell auch bürgerschaftliche Reaktionen haben. Wir hatten das sehr stark in der Flüchtlingskrise 2015, 2016 und ich habe auch jetzt schon die ersten, die Ideen zum Beispiel im Bereich der Kultur dann auch haben, aber diese Unterstützung beim Einkaufen, die von den Jusos, von der CDU, vom AStA, ich glaube auch von den Johannitern, die haben glaube ich auch so eine, und es gibt bestimmt noch viele, die ich jetzt nicht genannt habe, da gibt es unheimlich viel Engagement, was da sozusagen losbricht und das finde ich natürlich eine gute Idee. Eine Einschränkung möchte ich machen. Es macht natürlich wenig Sinn, dass wir jetzt einen großen ehrenamtlichen Dienst aufmachen, wo dann Menschen aus Kreinbrück sich auf den Weg machen, um in Ofener Diek beim Einkaufen zu helfen. Also das Nachbarschaftsprinzip, wirklich zu gucken, wer wohnt neben mir, kann ich da helfen? Das ist natürlich das, was jetzt vor allen Dingen zählt.